Die Nature Marsilius Gastprofessur wurde 2018 ins Leben gerufen, um am Marsilius-Kolleg auch die Wissenschaftskommunikation stärker anzusiedeln und zu verankern. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt von drei Kooperationspartnern, der Klaus-Tschirer-Stiftung, der Holzbrink Berlin, deren Direktorin Friederike Busch heute Abend auch bei uns ist aus Berlin, und der Universität Heidelberg. Das Ziel dieser Veranstaltung und vor allen Dingen der Nature Marsilius Gastprofessur ist, besondere, exzellente Wissenschaftskommunikation zu fördern, indem wir Persönlichkeiten aus diesem Bereich einladen, die für besonderen Qualitätsjournalismus stehen. Wir möchten auf diese Art und Weise Wissenschaftskommunikation auch sichtbar machen, neue Formen des Austauschs zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit anstoßen und vor allem auch die Bedeutung von Wissenschaftskommunikation und den entsprechenden Kompetenzen an Studierende und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Karrierestufen vermitteln. Das gelingt uns in diesem Gespräch nun besonders mit unserer Gastprofessorin Maity Nguyen Kim, die ich Ihnen gleich etwas ausführlicher vorstellen möchte. Aber an dieser Stelle erst einmal herzlich willkommen auch an diejenigen, die im Saal sind. Kurz zu meiner Person. Ich bin Theologin und leite gemeinsam mit dem Genomforscher Michael Boutros das Marsilius-Kolleg als Direktorin seit 2020. Das Marsilius-Kolleg ist das interdisziplinäre Institute for Advanced Study der Universität Heidelberg und baut seit 2008 Brücken zwischen den Wissenschaftskulturen, insbesondere zwischen den Natur- und Lebenswissenschaften auf der einen Seite des Neckars und den Geistes- und Sozialwissenschaften auf der anderen Seite des Neckars. Unser Podium darf ich Ihnen nun also etwas ausführlicher vorstellen. Zunächst Maity Nguyen Kim. Sie hat 2006 bis 2012 in Mainz und am MIT in Boston Chemie studiert. Danach setzte sie die Forschung fort mit einem Promotionsstudium an der TH Aachen, an der Harvard University und dem Fraunhofer Institut für angewandte Polymerforschung in Potsdam. Seit 2014 ist sie bereits als Science-Slammerin aktiv geworden und startete 2015 den IT-Kanal The Secret Life of Scientists. Seit 2016 ist sie für die ARD und das ZDF tätig. Zunächst mit dem IT-Kanal Schön Schlau, der 2018 in MyLab umgetauft wurde. Ab 2018 ist sie Co-Moderatorin verschiedener Wissenschaftssendungen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Und sie ist Autorin von zwei besonders einschlägigen Sachbüchern. Das eine heißt Komisch, alles chemisch. Handys, Kaffee, Emotionen, wie man mit Chemie wirklich alles erklären kann. Das erschien 2019. 2021 erschien dann Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Wahr, falsch, plausibel. Seit Oktober 2021 ist Maity Nguyen Kim Moderatorin der wöchentlichen ZDF-Neo-Show My Think X, in der es um die Auseinandersetzung mit kontroversen wissenschaftlichen Alltagsthemen geht. Sie ist regelrecht berühmt geworden als Pandemieerklärerin. Schon kurz nach dem ersten Lockdown erschien am 2. April 2020 das MyLab-Video Corona geht gerade erst los. Wie war damals? Die Interessen von Maity Nguyen Kim und ihre Themen in ihren Formaten sind sehr vielfältig, aber überwiegend naturwissenschaftlich. Es geht um Polymere, das Teilchenmodell, Alltagschemie, wissenschaftliche Statistiken und Studiendesign, Homöopathie. Geschlechterverhältnis, Tierversuche, Science Washing, medizinische Forschung, Atomkraft, Klimawandel, Videospiele und gerade habe ich noch ein YouTube-Video über Bitcoin gesehen. Sie hat
zahlreiche Auszeichnungen bereits erreicht. Sie war schon während ihres Studiums Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes und ab 2018 folgt dann eine Auszeichnung auf die andere. 2018 der Georg von Holzbrink-Preis für Wissenschaftsjournalismus, 2018 ebenfalls der Grimme Award Online Award für MyLab, 2020 das Bundesverdienstkreuz, 2021 der Grimme-Preis für besondere journalistische Leistung. Ich könnte jetzt noch eine Weile weiter vorlesen, aber ich nenne nur noch einige wenige weitere Auszeichnungen. 2018 ist sie Wissenschaftsjournalistin des Jahres von Medium Magazin geworden. 2020 erhielt sie die Goldene Kamera für MyLab. 2021 den Nannenpreis für Corona geht gerade erst los und 2021 die Leibniz-Medaille der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, 2022 also noch ganz frisch den Aachener Ingenieurpreis. Ganz herzlich willkommen bei unserem Gespräch heute Abend. Ich freue mich sehr, da zu sein und dass die Vorstellung vorbei ist. Wir sind jetzt eingeschüchtert. Wir haben weiterhin auf dem Podium Professor Dr. Peter Kirsch, der sich überwiegend mit Themen der klinischen Psychologie beschäftigt. Leiter der Abteilung Klinische Psychologie am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Approbierter psychologischer Psychotherapeut, Professor für klinische Psychologie am Psychologischen Institut der Universität Heidelberg und an der Mannheimer Medizinischen Fakultät. Er war das erste Mal Fellow am Marsilius-Kolleg 2017 bis 2018 mit einem Projekt zur Analyse von Stressresilienz aus verhaltensökonomischer, psychologischer und neurowissenschaftlicher Perspektive und dann noch einmal 2020/21 in einer Gruppe, die sich juristisch, politikwissenschaftlich und psychologisch mit dem Phänomen der gesellschaftlichen Selbstermächtigung beschäftigt hat. Schließlich darf ich Ihnen Thorsten Ellerbrock vorstellen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für deutsches und europäisches Verwaltungsrecht. Er wurde promoviert mit einer Arbeit zur öffentlich-rechtlichen Satzung, die 2021 mit dem Horst-Sendler-Preis des Bundesverwaltungsgerichts ausgezeichnet wurde. Er ist im ersten Jahrgang der Young Marsilius Fellows gewesen, ein Programm, das wir erst im letzten Jahr gestartet haben, um eben auch die Wissenschaftskommunikation für jüngere Wissenschaftler wichtig zu machen. Das Überthema, in dem er mitgewirkt hat, hieß damals Freund und Feind. Zu diesem hat er interdisziplinär geforscht und sich wissenschaftskommunikativ in der Gruppe mit den anderen Fellows weiterentwickelt. Ich beginne nun unser Gespräch hier auf dem Podium und sage gleich, dass es später auch noch für den Saal geöffnet werden wird. Mighty Nguyen Kim, in verschiedenen Interviews und Podcasts berichten Sie selber von einem Rollenwechsel, der Ihnen während der Corona-Pandemie selbst bewusst geworden ist. Sie erzählen, dass Sie sich zuvor immer als Wissenschaftskommunikatorin verstanden haben, sich mittlerweile jedoch eher dem Wissenschaftsjournalismus zugehörig fühlen. Worin besteht für Sie der Unterschied zwischen diesen beiden Rollen und warum glauben Sie inzwischen zu den WissenschaftsjournalistInnen zu gehören? Ja, idealerweise sollte der Unterschied zwischen Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsjournalismus gar nicht so groß sein. Also an beiden sollten an denselben Qualitätsansprüchen gemessen werden, ne, so wie Wahrhaftigkeit, Sorgfalt und auch Differenziertheit und so weiter. Und so habe ich das auch immer verstanden, da ich auch selber aus der Wissenschaft komme und eben auch erst nach der Promotion gewechselt bin und auch nicht sehr bewusst, sondern irgendwie reingerutscht bin und dann nie wieder zurückgekehrt bin, habe ich mich
immer natürlich als Wissenschaftlerin verstanden und dadurch auch als Wissenschaftskommunikatorin und hatte vielleicht auch ein insofern naives Bild von Wissenschaftskommunikation, das so ein bisschen schwarz-weiß war, das so aussah wie die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, das sind die rationalen, vernünftigen, faktenbasierten Menschen, die in der Medienwelt von den bösen Journalisten, die nur auf Quote schauen oder auf Klicks, dann total verzerrt werden. Und ich habe auch immer dafür plädiert, dass zum Beispiel in den Polit-Talkshows, ich habe noch 2019 habe ich so eine flammende Rede gehalten, dass in den Polit-Talkshows müssten eigentlich, in jeder Talkshow müsste eine Fachstimme sitzen, also müsste eine Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler sitzen und dachte, damit wäre die Vernunft dann eingezogen. Und habe dann natürlich festgestellt, inwieweit das naiv war und dass natürlich Wissenschaftler auch Menschen sind und dass auch da es Interessen gibt oder Interessenskonflikte. Und dass es da sehr wichtig ist, dass es den Journalismus gibt und den Wissenschaftsjournalismus, der von außen drauf schaut und auch einordnet. Also dass wir nicht einfach Erklärer sind oder Übersetzer, so ein bisschen Sendung mit der Maus für Erwachsene, sondern dass wir genau wie im Politjournalismus auch einordnen müssen und vielleicht auch mal sagen müssen, ja, nicht alle Experten oder nicht jeder mit einem Doktor- oder Professortitel ist auch eine verlässliche Quelle. Ich gehe mal weiter zu Peter Kirsch, der ja im Grunde genommen mit seinem Projekt der gesellschaftlichen Selbstermächtigung auch gerade unter den Corona-Bedingungen Erfahrungen gemacht hat, auch mit der Bedeutung von Politik und Selbstermächtigungsprozessen. Meine Frage geht jetzt dahin, welche Erfahrungen Sie eigentlich im Blick auf die Bedeutung von Wissenschaftskommunikation in diesem Projekt gemacht haben, angesichts der Tatsache, dass Sie ja eigentlich nicht auf diese Krise eingestellt waren, sondern das Projekt war vorher geplant und gestartet und dann kam sie und plötzlich standen Sie mit ganz großen Anfragen im Rampenlicht. Ja, ich muss dann wahrscheinlich doch ein ganz kleines bisschen ausholen über das Projekt. Also was uns interessierte war die Frage, gibt es eine Entwicklung hin, dass mehr Menschen sagen, wir interessieren uns nicht mehr für die Regeln oder die Gesetze, sondern wir nehmen das in die eigene Hand. Als wir das Projekt damals unter die Initiative des Kollegen Hanno Kube aus den Rechtswissenschaften initiiert haben, wusste keiner von uns, dass eine Pandemie kommt. Ja, aber dann kam die Pandemie und da wurde das Thema natürlich extrem aktuell. Das war für uns dann neben all dem vielen Unglück, was diese Pandemie gebracht hat, dann natürlich wissenschaftlich gesehen ein großes Glück, weil wir ein Forschungsfeld eröffnen konnten. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben untersucht, inwieweit Selbstermächtigung verbreitet ist in der Gesellschaft, und zwar exemplarisch an der Selbstermächtigung gegenüber den Corona-Maßnahmen, also dass man sich nicht an die Regeln hält. Und als Vergleich dazu noch die Schulstreiks im Kontext der Klimakatastrophe, weil die ja auch eine Form der Regelverletzung sind. Und was wir dann festgestellt haben, ist, dass es im Prinzip zwei Formen von Selbstermächtigern oder Selbstermächtigerinnen gibt. Nämlich die, die sehr gut in das politische System integriert sind, die eigentlich an die Funktionsfähigkeit der Demokratie unserer Gesellschaft glauben und die, um es jetzt wieder auf die Wissenschaft zurückzuführen, auch durchaus glauben, dass die Wissenschaft einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten kann, auch für die Politik und die Entscheidungen, die wir in unserer Gesellschaft fällen. Und die haben wir instrumentelle Selbstermächtiger genannt. Das sind Menschen, die also sich selbst ermächtigen, um auf ein Problem aufmerksam zu machen, damit das System dieses Problem lösen kann. Und daneben haben wir aber festgestellt, dass es eben diese Gruppe der Selbstermächtigenden gibt im Kontext der Corona-Maßnahmen, die sich diametral von diesen Leuten unterschieden haben und die wir als expressive Selbstermächtiger bezeichnet haben, weil sie sozusagen das sich Selbstermächtigen gegen Regeln verstoßen, um ihre Unzufriedenheit mit der Situation, mit der Gesellschaft, mit der Demokratie zum Ausdruck zu bringen. Und bei denen haben wir, und jetzt sind wir endlich wieder bei der Wissenschaft sozusagen, haben wir festgestellt, dass die ein sehr, sehr großes Misstrauen gegenüber der Wissenschaft haben. Und
die Wissenschaftskommunikation müsste an dieser Stelle, wenn man versuchen wollte, Menschen, die eben sagen, ich halte mich nicht mehr an die Regeln, zurückholen würden, müsste Wege finden, unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse so diesen Menschen zu erklären, dass sie sich nicht weiter ausgeschlossen oder in Opposition führen. Mhm. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, wie wir jetzt während der Pandemie ja sehr, sehr deutlich gemerkt haben. Es gibt ja auch eine sehr große Überschneidung zwischen Menschen, die sich selbst ermächtigen im Kontext der Corona-Pandemie und solchen, die nicht an den Klimawandel glauben. Ja, also das heißt, da werden ja in vielen Bereichen werden wissenschaftliche Erkenntnisse abgelehnt. Ja, und die Frage ist, die uns umtreibt, ist, wie können wir diese Menschen zurückgewinnen? Und ich glaube, Wissenschaftskommunikation ist ein Mosaikstein dieser Aufgabe, die Menschen zurückzuholen in unser gesellschaftliches System. Welche Erfahrungen haben Sie in dieser Hinsicht gemacht mit der Zurückholbarkeit? Ich wollte gerade schon fast widersprechen, also, um zu sagen, dass ich auch selber, also das habe ich auch schmerzlich selbst für mich festgestellt, wie ja, die Grenzen der Vernunft, sage ich mal, oder die Grenzen von Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation. Beispiel, als der mRNA-Impfstoff rauskam oder bald rauskommen sollte, war für mich klar, oh ja, mRNA-Gene, das wird auf viel Skepsis, das wird auf Angst treffen. Und das kennt man, also, und dann auch so das Grundprinzip von Impfen, Immunsystem ist ja alles gar nicht vorhanden in der Allgemeinbildung. Da wird man sehr gut erklären müssen. Und ich dachte so, aber das kann man alles erklären. Und ich denke grundsätzlich, man kann schon irgendwie alles erklären, zumindest alles, was wichtig ist, auch, und ich rein von der, wenn man sagt, von der Intelligenz oder von der Kompetenz, da kann man den Leuten schon mehr zutrauen. Aber ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass es, also mich hat die Impflücke wirklich völlig schockiert, überrascht, als Naturwissenschaftlerin, auch da wieder naiv, weil ich dann zum Beispiel mit einer Sozialwissenschaftlerin gesprochen hat, die mir gesagt hat, ja, Mai, das hätte ich dir von Anfang an sagen können, dass das so, dass der nicht angenommen wird, ne? Weil es ist Vernunft oder Argumente sind eben nicht alles. Und ich glaube schon, dass, ich denke nicht, dass ich jetzt zum Beispiel als Figur, als Wissenschaftlerin oder als öffentlich-rechtliche Journalistin, irgendwie schon abgestempelt in einem gewissen Establishment, dass ich da überhaupt bestimmte Menschen erreichen kann. Ich glaube, der Zug ist da insofern abgefahren. Ich denke nicht, dass meine Aufgabe deswegen umsonst ist, weil ich schon denke, man wird ja auch nicht zum Beispiel mit der radikalen Einstellung geboren, sondern ne, man fängt irgendwann an, sich zu informieren und dann kann es sein, dass man auch in gewisse sich dann radikalisiert und dann denke ich schon, ja, wenn ich mit meinen Beiträgen da draußen bin, kann ich vielleicht Leute noch abfangen, aber die quasi schon eine bestimmte Ideologie haben. Ich glaube, da ist man viel erfolgreicher oder da ist so Kultur und Kunst, also Menschen, die Geschichten erzählen, Narrative haben, glaube ich, auf diese Art erfolgreicher, vielleicht sowas, den Weg über den Bauch, den Weg in den Kopf zu finden. Und da würde ich jetzt, hätte ich jetzt vor 3 Jahren, wäre ich selbst viel, viel selbstbewusster und zuversichtlicher gewesen, was Wissenschaftskommunikation leisten kann. Und inzwischen bin ich da auch so ein bisschen desillusioniert. Ja. Also wahrscheinlich habe ich das tatsächlich ein bisschen zu optimistisch dargestellt. Aber die Frage ist ja zumindest, wie können wir verhindern, dass weitere Menschen abrutschen? Ja. Das ist zum Beispiel ein Befund, den wir auch gesehen haben, dass wir haben diese Umfrage zweimal gemacht, kurz nach dem ersten Lockdown und zum Beginn des zweiten Lockdowns. Und was mich jetzt als Psychologe auch besonders interessiert hat, war der Zusammenhang zwischen so Verschwörungsüberzeugungen und Corona-Selbstermächtigung. Und da haben wir tatsächlich gesehen, dass es eine signifikante Zunahme in der Gesamtbevölkerung für die Neigung gab, solchen Verschwörungserzählungen zu glauben. Also innerhalb eines halben Jahres hat es da einen Shift gegeben, dass das sozusagen einsickert. Mhm. Und dieses weitere Einsickern müssen wir verhindern. Ich bin auch mittlerweile an dem Punkt, dass ich denke,
Es gibt Grenzen, wo man Menschen auch tatsächlich nicht mehr erreichen kann. Aber wir haben immer noch die Entwicklung, dass sozusagen Zweifel und Skepsis gesät wird, mit ganz anderen natürlich wahrscheinlich Interessen, die dahinter stecken. Und an der Stelle hoffe ich doch immer noch, dass wir mit Hilfe von, sei es Vernunft, sei es Kommunikation, Menschen davon abhalten können, in diese Extremen und dann auch wirklich, ja, auch für mich als Psychologen nicht mehr nachzuvollziehen, in Überzeugungen abzurutschen. Herr Ellerbrock, Sie haben ja nun ein Marsilius-Fellow-Jahr als Young Marsilius-Fellow bereits hinter sich mit den Gastprofessorinnen Eva Wolfangel und Jonika Smietz, konnten da erleben, wie die sozusagen auch Wissenschaftskommunikation betrieben haben. Das war noch zum Teil jedenfalls in dieser etwas problematischen Phase. Jetzt ist es ja etwas einfacher geworden. Welche Erinnerungen sind Ihnen geblieben? Was würden Sie vielleicht auch ergänzen zu dem, was jetzt eben schon beschrieben wurde, anbringen? Also guten Abend erstmal. In der Young Marsilius Fellow Klasse hat sich, glaube ich, Wissenschaftskommunikation so auf verschiedenen Ebenen abgespielt. Einmal ist es vielleicht auch schon eine Form von Wissenschaftskommunikation, sich überhaupt mit anderen Forschern der Uni zu treffen. Ja. So war zumindest mein Eindruck. Absolut, weil ich bin ja im Prinzip in einer Doppelrolle. Ich bin junger oder angehender Rechtswissenschaftler, aber für 99,9% der Fächer ja auch normaler Bürger, der genauso viel oder wenig weiß, wie alle anderen auch. Und das habe ich als bereichernd wahrgenommen, da meine eigene Forschung vorzustellen, verständlich zu machen, aber auch andersrum von vielen anderen Wissenschaft kommuniziert zu bekommen, an der ich selber profitiert habe. Im Hinblick jetzt auf Eva Wolfangel, die als Wissenschaftsjournalistin das Ganze auch eher in Zeitschriften oder Zeitungen bringt, fand ich es sehr schwierig, irgendwie eine Position für mich dazu zu gewinnen. Weil, wie Sie gerade gesagt hatten, einerseits haben wir schon eine gesellschaftliche Verantwortung vielleicht auch. Wir werden von vielen Leuten bezahlt und finanziert, die nicht die Möglichkeit haben, aus welchen Gründen auch immer, zu studieren oder an der Uni zu arbeiten. Und natürlich haben wir auch eine gewisse Verantwortung da, transparent zu machen, was wir hier eigentlich machen und was das für einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Und damit irgendwie auch so eine Rationalität des Diskurses herbeizuführen. Aber zugleich ist ja auch sehr schwierig, mit diesem Rationalitätsanspruch irgendwie da heranzutreten, weil wir ja immer auch wieder betonen müssen, dass wir auch irren können, dass es nur so lange Gültigkeit hat, bis es eine bessere Erkenntnis gibt, als wir auch als Wissenschaftler keine Wahrheiten verkaufen können, keine Vernunft im engeren Sinne, sondern im Prinzip immer nur eine relative Wahrheit wieder bessere Erkenntnis. Und zweitens, vielleicht noch als letzten Punkt, ich glaube, sehr unterschiedliche Wissenschaftskommunikation je nach Fach, das ist mir auch in der Young Basilius Fellow Klasse aufgefallen. Ich glaube, so evidenzbasierte Wissenschaften, Naturwissenschaften, tun sich vielleicht ein bisschen leichter damit, das zu verkaufen oder transparent zu machen. Während man natürlich wenn ich für die Rechtswissenschaften spreche, ich ja viel schneller in so einer Doppelrolle bin. Es gibt auf rechtliche Fragen im Endeffekt fast nie eine klare Antwort, sondern es ist immer von einer subjektiven Position dazu geprägt. Ob das jetzt die Impfpflicht wäre oder der Umgang mit der Corona-Pandemie, mit den Kontaktbeschränkungen oder die Flüchtlingskrise. Da gibt es zwar Regelungen, aber es wohnt dem immer so ein subjektives Moment inne. Und ich finde es bei Wissenschaftskommunikation halt sehr schwierig, einerseits als Wissenschaftler aufzutreten, vielleicht auch einen Titel oder eine Funktion in Anspruch zu nehmen und gleichzeitig aber auch ja transparent zu machen, dass da persönliche Wertungen mitschwingen. Das nehme ich so aus der Young Marsilius Fellow Zeit jetzt mit. Sie haben ja jetzt auch schon angesprochen, dass Wissenschaftskommunikation für verschiedene Wissenschaftsbereiche auch sehr unterschiedlich aussehen kann, wahrscheinlich auch unterschiedliche Anforderungen stellt. Maite Nünken, Sie haben jetzt bisher ja immer einen starken Akzent im naturwissenschaftlichen, lebenswissenschaftlichen Bereich gesetzt. Wie sehen Sie sozusagen auf die Geisteswissenschaften oder auch die Sozialwissenschaften? Mein Fokus
rührt natürlich von meinem Background her. Also es ist ja ohnehin, die meiste Zeit meiner Arbeit verbringe ich mit Lernen. Und ich kann einfach Naturwissenschaften ein bisschen besser, also es ist leichter, mir das anzueignen und mich in neue Themen reinzuarbeiten, weil ich dann immer auch schauen kann, weil ich glaube, ich mit der Chemie sowieso in einem Bereich bin, der sehr viele Überschneidungen hat. Und auch der Forschungsbereich, in dem ich war, so diese medizinischen Anwendungen und so, dass mir auch medizinische Themen naheliegen, das ist jetzt bei mir persönlich einfach ein naheliegender Fokus. Trotzdem, wenn man meine Themenauswahl anschaut, wird eigentlich schon ziemlich klar, dass ich es besonders spannend finde, wenn die Naturwissenschaften verlassen werden oder wenn die Naturwissenschaften im Kontext oder in Überschneidungen mit geisteswissenschaftlichen Fragestellungen, aber auch mit ethischen, moralischen, gesellschaftlichen, politischen. Das ist das, was mich antreibt, was ich spannend finde und was ich auch immer versuche, auch gegenüber anderen Naturwissenschaftlern zu vermitteln. Weil es schon auch so eine gewisse naturwissenschaftliche Arroganz gibt, weil wir diesen Luxus von Evidenz, diesen Luxus von Messgeräten haben und manchmal kann man dann einfach was messen, dann ist das einfach so. Und dann ist es nur sehr schwierig, diese Messung auszuwerten, aber wenn man es dann geschafft hat, dann kann man etwas mit bestimmter Sicherheit sagen und der Witz ist ja das, was man mit bestimmter Sicherheit sagen kann, ist so ein kleiner Teil von den großen Fragestellen, die uns eigentlich interessieren. Und deswegen finde ich diese Interdisziplinarität an sich total wichtig. Und gleichzeitig bin ich auch besorgt um die evidenzbasierte Wissenschaftskommunikation, weil ich zum Beispiel auch vor der Pandemie gedacht habe, dass mir als Chemikerin niemals ein sogenannter Nationaltrainer-Effekt erfahren kann. Also Nationaltrainer, wir haben hier 80 Millionen Nationaltrainer, die alle sitzen dann zu Hause am Sofa, wissen genau besser, wie sie das besser gemacht hätten. Und das Schöne bei Chemie zum Beispiel oder Physik war dann immer, dass ja niemand auf die Idee kam, dass die das jetzt auch verstehen. Also es war das Traurige und das Gute gleichzeitig, dass Chemie einfach nicht so wirklich zur Allgemeinbildung gehört. Und ich eher damit kämpfen musste, wie kriege ich die Menschen überhaupt dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Und jetzt hat man ja doch gesehen, jetzt hatten wir 2-3 Jahre, jeden Tag täglich auch in allen Zeitungen R-Wert, virologische und Epidemiologie, dieses Wort war ja auch irgendwie gar nicht geläufig vorher. Und jetzt gibt es schon so einen Nationaltrainer-Effekt. Und dachte ich so, ach so, ja, so geht es den Geistes- und Sozialwissenschaftlern, wenn ich irgendwas sage und jemand anderes sagt, ja, nee, ich kenne mich aber auch aus. Ich beschäftige mich da jeden Tag damit, ich habe auch eine Meinung dazu. Und und das ist natürlich grundsätzlich schwierig, aber immer noch in der evidenzbasierten Wissenschaft ein bisschen dankbarer, das stimmt, ja. Das erinnert mich an eine Diskussion, die wir auch in der Masius-Klasse hatten. Wir haben jetzt zum Beispiel das Problem gehabt, als wir mit unserem Projekt angefangen haben, dass da auch die Presse verhältnismäßig schnell darauf aufmerksam wurde und dann wird man eben interviewt und soll Statements abgeben. Und ich bin halt, auch wenn ich Psychologe bin, verstehe ich mich als Naturwissenschaftler und arbeite empirisch und bin es eigentlich gewohnt, immer nur Aussagen zu treffen, wenn ich weiß, da gibt es eine Studie, die das belegt, was ich jetzt gerade sage. Und das ist natürlich bei der Pandemie ein bisschen schwierig gewesen. Ja. Und natürlich hat man bestimmte Meinungen. Und da haben wir diskutiert in der Klasse, wie weit kann ich mich jetzt sozusagen als jemand, der eigentlich sagt, darüber kann ich Ihnen jetzt nichts sagen, weil es gibt noch keine Studie dazu, wie weit kann ich mich aus dem Fenster lehnen und einfach mal eine Aussage raushauen, von der ich dann weiß auch, dass sie im Radio oder im Fernsehen gesendet wird. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das sind schwierige Tanz sozusagen auf der Rasierklinge, sich da auf der einen Seite nicht zu verstecken, zu sagen, kann ich nichts zu sagen, wir haben noch keine Studien dazu, aber auf der anderen Seite seiner Verantwortung sozusagen auch bewusst gerecht zu werden, ich muss jetzt hier auch der Öffentlichkeit ein Statement abgeben. Und ich habe immer noch keine richtig gute Lösung dafür, aber ich habe tatsächlich von den Kolleginnen und Kollegen aus den Geisteswissenschaften schon auch gelernt, dass man dann auch durchaus mal selbstbewusst seine Meinung vertreten kann, auch wenn sie noch nicht durch eine gut gepowerte Studie belegt ist. Aber man muss sich natürlich auf der anderen Seite dann immer auch bewusst sein, dass man eine gewisse Autorität aufgrund seines Amtes hat, die man natürlich nicht missbrauchen darf, indem man einfach mal so munter seine
seine Bauchgefühle raushaut als, als Erkenntnis der Wissenschaft. Aber ich finde das eine unheimlich schwierige Gratwanderung. Es wird ja auch verschärft dadurch, dass das Frustrierende ist ja, dass die vernünftigsten Stimmen, so wie Sie jetzt, das ist ja ganz typisch, dass man sagt, oh ja, das kann ich jetzt nicht sagen, das wäre zu unsicher, das wäre nicht korrekt. Und das stimmt. Und das Problem ist, dass alle anderen, ja, die ganzen Politiker und aber auch sonst Schauspieler jetzt in letzter Zeit gerne und Künstler, also irgendwelche Leute, dann mit einem Selbstbewusstsein dann ihre Meinung aber auch als Fakt quasi dahinstellen. Und ich glaube, die Antwort kann nur, also ich stimme zu, ich finde, man muss mehr Mut zur Haltung auch haben dürfen. Man kann das ja auch klar abgrenzen, also man kann es ja auch klar als solche deutlich machen, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und es ist immer sehr schwierig für uns zu sagen, was ist eigentlich wahr, was stimmt. Aber manchmal ist es ziemlich einfach zu sagen, was nicht stimmt. Also wenn irgendwas wöhliger Mumpitz ist oder auch wenn jemand eine sehr steile These hat oder eine sehr klare Meinung und ich zumindest sagen kann, das ist jetzt deine Meinung, aber allein wegen der Datenlage kann man definitiv nichts Sicheres momentan sagen. Und da fände ich es schon schön, da würde ich mir schon wünschen, dass aus der Fachwelt da mehr sich mehr in den Diskurs da reinbegeben und auch das auch als Mitverantwortung sehen, zu schauen, was wird denn da draußen behauptet und kann ich, wenn ich schon sage, wir wissen halt vieles leider noch nicht, dass ich wenigstens das sage, pass auf, wir wissen, das ist die Datenlage, wir wissen vieles noch nicht, das, was Person A oder B sagt, ist höchstens seine Meinung. Und wir im Journalismus versuchen wir das, aber ich merke auch, ich habe noch Glück, dass ich noch einen Doktortitel habe, der ist jetzt auf eine gewisse Weise erstaunlich wichtig geworden in meiner Arbeit jetzt, weil diese Autorität einfach, also man würde sich wünschen, es würde auf Basis nur der Argumente passieren, aber natürlich ist diese Autorität total wichtig, Stichwort Vertrauen ist dann auch immer noch total wichtig und da können auch wir Wissenschaftsjournalisten nur so viel machen. Also da sind die Forschenden auch total gefragt in der öffentlichen Diskussion. Ne? Es bleibt ja ein gewisses Dilemma, dass die Zielrichtungen einfach nicht kongruent sind. Also ja. Medien oder Kommunikation setzt auf Klarheit, Pointiertheit, vielleicht auch Unterhaltsamkeit. Und das sind halt oder Punkte, die wir an der Uni oder an der wissenschaftlichen Forschung ja nicht als absolut setzen, einen möglichst pointierten oder unterhaltsame oder breitenwirksame Forschung zu haben, sondern das mögen ja auch mal Zweifel sein oder Grundlagenfragen, die erstmal zweckfrei erforscht werden oder die vielleicht auch keine große gesellschaftliche Relevanz haben. Und das finde ich nicht so einfach, da irgendwie eine gute Mischung auch zu finden, jetzt von Uni-Seite. Wie kommuniziere ich, wo ich einerseits eine klare Botschaft habe und andererseits aber auch meine fachlichen Ansprüche nicht vernachlässige und mich irgendwie in eine Rolle begebe, die ich eigentlich gar nicht so 100% vertreten kann, indem ich mal, wie Sie jetzt sagen, was raushaue, wo ich dann hinterher das vielleicht auch gar nicht eingefangen bekomme oder zurückrudern muss oder mich damit auch gewisse Selbstzweifel vielleicht auch begeben kann. Martin Nguyen Kim, Sie arbeiten in Ihren Produktionen ja auch mit humorvollen Elementen, mit Ironie und Satire ein Stück weit. Wie setzen Sie das ein? Ist das Hauptziel wirklich auch zur Unterhaltung beizutragen und die Leute sozusagen am Ball zu halten? Oder setzen Sie es im Grunde genommen auch als Erklärungsleistung ein? Immer beides. Meistens man muss ja immer sowieso Bilder, Analogien, Alltagsanalogien suchen, wenn man versucht, komplexere Inhalte zu vermitteln. Und dann, wenn man sowieso ein Bild findet, kann man sich auch überlegen, was ist ein besonders lustiges Bild, das man sich dann gut merken kann. Aber auch da, finde ich, ist das Ziel oder der Zweck von einem lustigen Bild oder einem Witz, ist dass man sich es besser merken kann. Ich finde auch, ich verstehe auch irgendwie diese Diskrepanz nicht. Also ich werde ganz oft gefragt, das ist eine typische Interviewfrage, wie viel Unterhaltung verträgt Wissenschaft? Das ist überhaupt gar kein... Das eine hat ja mit dem anderen... Also ein Witz darf nicht auf Kosten der Korrektheit gehen. Das ist völlig klar. Also es ist halt völlig klar, dass ich die Wissenschaft korrekt und verständlich vermitteln muss. Und alles, wie ich das sonst aber verpacke, das schadet ja dem Inhalt nicht. Also warum sollte es nicht unterhaltsam sein?
Aber es stimmt, dass man da keine pauschalen Regeln aufstellen kann. Das muss ich wirklich von Thema zu Thema und auch von Stelle zu Stelle im Einzelfall immer unterscheiden. Hilft hier eine Auflockerung oder ein Witz oder lenkt es auch ab? Ja, genau. Und es könnte ja auch sein, dass es dann richtig untergebracht wirklich anregt, aber an der anderen Stelle vielleicht auch dann das Vertrauen, von dem Sie eben sprachen, in die Wissenschaftlichkeit und die Fundierung unter Umständen ein bisschen in den Hintergrund schiebt, könnte ja sein. Ich würde gerne noch mal auf die Erfahrungen im Young Marsilius Fellow Jahr zurückkommen, denn Sie haben ja einen Podcast mit Ihren Kolleginnen, mit einigen von Ihnen produziert. Und zwar zum Thema Altruismus, Wohltätigkeit, Charity. Mich würde einfach mal interessieren, wie sind Sie da vorgegangen und welche Schwierigkeiten in der Kommunikation sind Ihnen da vor Augen gekommen? Und welche Gewinne vielleicht auch? Wir haben, wie das beim Marsilius-Kolleg so üblich ist, versucht, Schnittmengen zu finden in unserer Forschung und in unserer Alltagsarbeit. Und waren da auf das Thema Altruismus gestoßen aus politikwissenschaftlicher, psychologischer und juristischer Sicht. Das klang erstmal gut, ja. Aber es hat sich dann doch schnell herausgestellt, dass dann vielleicht doch ganz verschiedene Vorstellungen damit verbunden sind. Also dass man sich vielleicht auch von so Begrifflichkeiten da auch nicht zu sehr leiten lassen darf, dass dann durchaus, wenn man das genauer hinschaut, doch Verständnisschwierigkeiten auftreten. Aber vielleicht auch erst recht als Herausforderung für Wissenschaftskommunikation, seine disziplinäre Sicht dann klarer zu machen. Wir haben das Ganze dann versucht, in so einem Podcast münden zu lassen und ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen, dass man dann ähnlich wie hier in einem diskursiven Rahmen, in der Diskussion zu verschiedenen Punkten da einfach mal verschiedene Blickwinkel drauf wirft. Aber es bleibt natürlich ein Gespräch aus verschiedenen Blickwinkeln über einen Bezugspunkt, ohne dass sich jetzt die Perspektiven dadurch zwingend annähern oder vereinen zu einer Perspektive. Aber vielleicht eine kleine Form von Wissenschaftskommunikation. Wurde es sehr kontrovers? Nee, das kann man nicht sagen. Also ich finde ja, Podcasts finde ich ja sehr beeindruckend. Also im Radio hat man ja immer gelernt, man darf nicht mehr als 2 Minuten reden, da muss wieder Musik gespielt werden. Und jetzt gibt es diese Podcasts, wo die Leute, weiß ich nicht, 30, 45, 60 Minuten lang sich was anhören. Was ja eigentlich nichts anderes ist als eine Radiosendung, ohne dass Musik dazwischen gespielt wird. Und wie ist denn die Erfahrung? Ist das nicht möglicherweise tatsächlich auch was, womit man, also die Leute scheinen da ja wirklich lange zuzuhören. Also ich selber mache das auch, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit nach Mannheim fahre, höre ich immer Podcasts. Ist das vielleicht eine gute Möglichkeit, um Dinge zu vermitteln, die man sonst in einem langweiligeren Format nicht so unterkriegt? Ja, also ja, Podcasts sind, also überhaupt generell der Medienkonsum, ich glaube, die Menschen lesen immer weniger. Das ist auch eine Entwicklung, die schade ist, weil das ja nochmal ein ganz anderer Zugang zu Informationen ist. Das wird immer anstrengender, glaube ich, das selber zu lesen und man möchte sich lieber berieseln lassen. Und deswegen war Bewegtbild oder Videoformat auch immer sehr erfolgreich und jetzt Podcasts sind fast so die... waren jetzt so die naheliegende Entwicklung, weil gerade viele jüngere Leute gar keine Stille mehr aushalten. Also den ganzen Tag ist man irgendwie, läuft irgendwas. Das ist vielleicht so ein bisschen wie früher so der Fernseher gelaufen ist, aber ich glaube doch an, ich habe das Gefühl, der Fernseher ist früher gelaufen, wirklich als Hintergrundgeräusch. Und hier ist es wirklich, jetzt ist es wirklich so, dass viele einfach ihr Handy immer dabei haben und immer irgendwie irgendwas konsumieren. Und das ist einerseits... finde ich schon, dass sich Podcasts eignen, also siehe Coronavirus-Update. Aber zum Beispiel, ich habe Coronavirus-Update, ich glaube, alle Wissenschaftsjournalisten immer sehr aufmerksam gehört, aber dann wirklich sich hingesetzt, zugehört, Notizen gemacht und so weiter. Und ich glaube, so konsumieren die wenigsten. Das meiste ist halt wirklich, ja, ich fahre zur Arbeit, ich mache den Haushalt, mache irgendwas und höre das nebenbei. Und das... das setzt so ein bisschen die Grenze der Möglichkeit auch wieder herab, wie viel wissenschaftliche Tiefe da und da wieder vermitteln kann. Also da fehlt Ihnen die Ernsthaftigkeit sozusagen in der Auseinandersetzung mit dem Thema. Ja, also
Die Länge ist gut, also Länge hilft wirklich. Also weil Wissenschaft so viele Facetten hat, selbst wenn man es so perfekt wie möglich auf den Punkt bringt, gibt es doch so viele Punkte, dass man sich lange damit beschäftigen kann. Aber es erfordert eben eine gewisse Konzentration. Und wenn man das eben nur so nebenbei hört, weiß ich nicht, wie viel dann doch ankommt. Also es ist ein spannendes Format, aber man muss immer im Kopf haben, wie wird das konsumiert, in welcher Form. Ja. Aber allgemein finde ich es schon erstaunlich, dass eigentlich die Aufmerksamkeitsspanne eher sinkt. Also Instagram hat nur ein Bild oder Twitter erlaubt nur 160 Zeichen und dass dann plötzlich so ein Format auch bei jungen Menschen groß wird. Ich glaube, Sie waren auch bei Alles gesagt mal, wo teilweise 3, 4, 5, 6 Stunden... Da hatte ich mir vorgenommen, nach 2 Stunden... Also Alles gesagt ist ein Podcast, bei dem es kein Zeitlimit gibt. Man macht am Anfang so eine Art Safe Word aus, also ein Wort, wenn man das nennt, ist der Podcast instantan zu Ende. Bei mir war es Orang-Utan-Klaus von Helge Schneider. Und ich hatte mir vorgenommen, nach 2 Stunden aufzuhören, dann waren es doch 4 Stunden oder so. Ja. Es ist schon erstaunlich, dass es ein Format gibt, was dann doch offensichtlich Leute auch so lange anhören. Ja, Alles gesagt ist aber der perfekte, ich fahre zur Arbeit, ich mache die Wäsche-Podcast. Den kann man gut nebenbei hören. Aber tatsächlich habe ich auch festgestellt, als ich mit YouTube angefangen habe, 2015 und 2016 auch als ich das dann professionell gemacht habe bei Funk, also bei dem Online-Netzwerk von ARD und ZDF, gab es auch so Regeln. Die Regel war zum Beispiel, ein Video sollte nicht länger als 5 Minuten sein. Und wir haben so für uns dann beschlossen, ja, ein Wissenschaftsvideo kann ja da nicht länger als 3 Minuten sein. Das kann man den Leuten ja nicht zumuten. Und auch das hat sich eben verändert, weil ich glaube, da gerade durch den Informationsüberfluss, dass man halt jederzeit alles nachschauen kann, ist es sehr unbefriedigend, wenn man in dieser Verkürzung fast schon zwangsläufig widersprüchliche Aussagen findet. Mhm. Also man muss eigentlich nur eine gewisse Zeit googeln, bis man sich widersprechende Aussagen findet. Und dann ist dieses Bedürfnis, es genauer zu wissen, ist doch sehr groß. Und das habe ich schon festgestellt. Und das ist meine Erfahrung, da kann ich auch immer wieder nur dazu ermutigen, dass ich sage, Wissenschaft, also von wegen junge Leute und kleine Aufmerksamkeitsspanne. Meine Videos wurden auch immer länger. Und es ist tatsächlich, man kann ja auch den Verlauf beobachten, also in den Daten, wie die Leute zuschauen oder zuhören. Die wollen es dann schon genau wissen. Und da ist schon viel, viel Bedarf nach mehr Detail, nach Tiefe, nach auch einer gewissen, ja letztendlich auch Respekt, ne? Wenn man auf Augenhöhe das den Menschen auch zutraut und es nicht von vornherein runterdummt. Und und da ist, glaube ich, auch noch viel Luft nach oben. Mich würde an der Stelle noch mal interessieren, wie Sie eigentlich die sozialen Medien auswählen, auf denen Sie Ihre Shows präsentieren. Denn auf manchen sind Sie vertreten, auf anderen nicht. Und wir wüssten gerne etwas mehr über die Präferenzen. Ja, das wird jetzt senderpolitisch fast schon, weil... bei allem, was ich mache, bin ich ja im Öffentlich-Rechtlichen. Und da fühle ich mich auch sehr zu Hause. Ist auch total mein Selbstverständnis, eine öffentlich-rechtliche Journalistin zu sein, ist für Wissenschaft wahrscheinlich auch das, nenne ich vielleicht nicht das Einzige, aber eine der dankbarsten Situationen. Und es ist ja ohnehin schon seltsam, dass Funk zum Beispiel, also MyLab gehört zu Funk, und Funk bespielt eben die ganzen Social-Media- Kanäle, diese ganzen amerikanischen oder chinesischen Konzerne, die werbefinanziert sind. Wir schalten natürlich keine Werbung. Wir unterliegen trotzdem demselben Algorithmus. Wir sind bei YouTube zum Beispiel sehr willkommen, weil wir liefern da guten Content. Also wir sind da auch gut sichtbar. Also Funk ist auch schon sehr erfolgreich auf vielen Plattformen. Aber eigentlich ist es so ein Zwischending, wo ich denke, langfristig wird sich das nicht aufgehen. Gleichzeitig ist es schon so, dass die jüngeren Menschen linear zumindest kein Fernsehen mehr gucken. Aber die Mediatheken sind dann auch zu user- und freundlich. Also ich glaube, die Inhalte selbst, die sind noch ganz aktuell und die würden viele auch jüngere Menschen total gerne gucken. Aber das ist denen zu umständlich, sie auf diese so ein bisschen holprigen ARD und ZDF-Mediatheken durchzuführen. Oder viele junge Leute wissen gar nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das gibt es auch in der ZDF-Mediathek,
dann denken die, da muss man dazu sagen, es ist kostenlos. Oder du hast schon dafür bezahlt, eher. Also, hast du eh schon bezahlt. Deine Eltern. Ja. Und weil die das, dieses Konzept gar nicht kennen. Und das ist wirklich eine total schwierige Situation, gerade für Öffentlich-Rechtliche, wenn die Junge erreichen wollen, weil ne, man will ja auch dem Auftrag irgendwie gerecht werden, auch Inhalte für alle machen, auch für die Jüngeren. Ja, und da ist man dieser Zwickmühle. Ne? Ob man kann sagen, man geht von vornherein nur in die Mediatheken, aber dann kommt niemand. Dann guckt sich das niemand an. Deswegen ist es gerade so ein Zwischending. Manches ist auf YouTube, manches nicht. Und ich persönlich mag YouTube sehr, weil das eben, Videoformat, das ist einfach mein Ding. Und im Gegensatz zum Linearen muss ich mir keine Gedanken machen über Leute, die mal reinseppen, die ich dann auch abholen muss, sondern ich bin in dieser ganz dankbaren Position, dass jeder, der mein Video sieht, hat freiwillig da drauf geklickt. Und die wollen es dann wirklich wissen. Und das ist, glaube ich, die große Stärke von nicht-linearem Content, gerade für Wissenschaft. Möchte aus dem Publikum jemand daran anschließen und Fragen stellen? Ja, bitte. Tatsächlich ist das eher so ein systematisches Problem, das ich sehe beim Thema Wissenschaftskommunikation. Weil wenn ich auf einen Kongress gehe und Vortrag halte, ist das ja auch Wissenschaftskommunikation, aber untergleichen. Ne? Aber was wir jetzt besprechen, ist ja unter Ungleichen, also im Grunde Experten-Laien-Verhältnisse. Und da sehe ich jetzt ein systematisches Problem. Also wenn man jetzt einem Laien, der kann ja gebildet sein, ne? Also von der Grundbildung her, versuchen, wissenschaftlichen Sachverhalt klarzumachen, der eigentlich Präzision, Differenziertheit, also Komplexität beinhaltet, dann muss ich das ja reduzieren, ne? Also auf einer Ebene mit einem niedrigeren Aggregationsniveau. Ich muss Komplexes vereinfachen. Also ich muss eigentlich genau das Gegenteil von dem tun, was Wissenschaft ausmacht. Und da frage ich mich, also wie soll man dieses systematische Problem lösen? Also ich weiß es nicht, ne? Aber ich sehe da eigentlich einen Widerspruch in sich. Ich stimme teilweise zu und auch nicht. Ich denke, also meine Erfahrung ist, dass man medial und auch in der Kommunikation zu Laien viel mehr Komplexität zutrauen kann, als man denken würde. So ähnlich wie ich gerade erzählt habe, dass die Menschen dazu, allein schon dazu bereit sind, sich länger mit einem Thema auseinanderzusetzen. Auch zumindest bei den Naturwissenschaften ist es so, dass man sehr viel über die Methodik erklären kann. Also dass ich nicht nur Ergebnisse vorstelle, sondern auch immer erst erkläre, wie kam man zu dem Ergebnis, also wie zum Beispiel sieht, was passiert eigentlich auf dem Weg von der Impfstoffentwicklung bis zur Zulassung, was sind es eigentlich für Studien, was genau wird da gemacht, und dann kann man eben auch als Laie ganz gut nachvollziehen, man kann nicht die biochemischen Details, oder muss man aber in dem Fall auch nicht, aber für die relevante Frage, ist der Impfstoff sicher oder sollte ich mich impfen lassen, kann man zum Beispiel über die Methodik sehr viel erklären. Man braucht dafür Zeit, man braucht dafür Interesse auf der Gegenseite, und ich glaube, das gibt es. Das systemische Problem, das ich sehe, ist, dass der Großteil der Informationen stattfindet auf Plattformen, die werbefinanziert sind und wo das Incentive eingebaut ist, dass, ne, um wirtschaftlich zu sein, das, was am meisten Klicks bringt, das gibt auch am meisten Geld. Und das heißt, diese Komplexität, die kann ich vermitteln, und da hat mich meine eigene Arbeit sehr optimistisch und zuversichtlich gemacht, aber ich muss konkurrieren mit all den Artikeln und Videos und Outlets, die verkürzen, die zuspitzen, die auf Empörung setzen. Verschwörungserzählungen sind ja auch so erfolgreich, weil das klare Narrative sind, auch gelernte Narrative, die man in der Wissenschaft nicht hat. Da ist nichts klar, ist immer alles differenziert. Und die werden dann auch algorithmisch natürlich bevorzugt, ne? Was viel geklickt wird, viel gesehen, da entsteht Relevanz. Und manchmal ist das, was eben algorithmisch gut funktioniert, schließt sich manchmal kategorisch aus mit einer wissenschaftlichen Korrektheit. Und das ist wirklich ein Problem, ein sehr großes Problem, das ich sehe und was mich auch insofern besorgt, weil ich keine Lösungsvorschläge hätte, die funktionieren würden, weil das eben, ne, bei diesen Konzernen liegt und
diesem wirtschaftlichen Grundinteresse. Ja. Ja, darf ich da noch mal reingrätschen? Also ich frage mich immer, wenn wir sozusagen sagen, unsere Wissenschaft ist einfach viel zu komplex, um sie wirklich zu kommunizieren an Laien, ob wir uns da nicht auch ein bisschen einfach machen oder ob das nicht ein Stück weit auch was damit zu tun hat, dass wir ja, wenn wir das anders machen würden, ein Stück weit auch unseren Expertenstatus verlieren würden. Ja, ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe zu studieren, ich hatte damals kein anständiges Abitur, musste ich noch so Kurse an der Uni machen und da habe ich Englisch machen müssen und da haben wir einen Artikel gelesen, das war die Presidential Address des ehemaligen Präsidenten der amerikanischen psychologischen Gesellschaft. Der hat 1969 gesagt, give psychology away oder give psychology to the people. Ja, also unsere Aufgabe als Psychologen ist es, das verfügbar zu machen, was wir herausfinden. Und mein Konzept war jetzt, ich gehe jetzt gerade an die Uni und jetzt werde ich ein Experte und ein kluger Wissenschaftler oder was weiß ich was. Und jetzt soll ich sozusagen alles, was ich hier lerne, allen zur Verfügung stellen. Ja, und das war so eine Diskrepanz, die ich in mir selber gespürt habe. Und ich glaube, das ist auch oft was, wenn ich versuche, das, was ich weiß, auch Leuten, die nicht den gleichen Bildungsgang haben wie ich, zu vermitteln, dann verliere ich damit ein Stück weit meine Exklusivität. Mhm. Ja, und ich finde, das müssen wir uns immer klar machen. Als Psychotherapeut sage ich zum Beispiel immer, ich darf nicht mehr wissen über einen Menschen, mit dem ich arbeite, als dieser Mensch selbst. Deswegen muss dieser Mensch Experte für seine Störung werden. Ich muss eigentlich alles, was ich weiß, diesem Menschen auch beibringen. Und ich finde, eigentlich ist das unsere Aufgabe als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin. Ich habe den Eindruck, es ist doch ja sehr häufig eine Frage des Zuschnitts dessen, was ich erklären will. Ich glaube schon, dass eine große Kompetenz von einem guten Wissenschaftler ist, auch Dinge ausblenden zu können oder die Relevanz von gewissen Punkten nur herauszustellen. Und je nachdem, wie ich das Problem, was ich erklären will, zuschneide, es mir dann eigentlich auch gelingen kann, fast jedes auch hochfachwissenschaftliche Frage in allgemeinen Worten darzustellen, würde ich auch vielleicht auch als Anforderungsprofil für Wissenschaftler sehen, dass sie das können. Und wir sehen ja auch, dass diejenigen, die wirklich weltweit erfolgreich und angesehen als Wissenschaftler sind, häufig auch diejenigen sind, die besonders gut das erklärbar und verständlich machen in der Öffentlichkeit. Muss man frühzeitig mitdenken. Aber Frau Klein ist jetzt an der Reihe. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich wollte auch noch mal an diesen Punkt anknüpfen und auch Ihre Aussage der Widersprüchlichkeit, dass die dazu geführt hat, zu einer Bereitschaft länger sich Clips oder entsprechende Podcasts anzuhören. Und ich möchte in diese Richtung fragen, also wäre es nicht ein Weg zu vermitteln, dass gerade Ambiguität spannend ist und es nicht die eine Wissenschaft gibt oder die eine wahre Antwort, sondern dass die Wissenschaft gerade ausmacht, dass es nicht immer die eine klare Antwort gibt, sondern es diese Unwägbarkeit gibt und dass das möglicherweise beispielsweise auch schon Teil des Schulunterrichts sein sollte, also von vornherein in der Erziehung Kinder und junge Erwachsene daran zu führen, diese Ambiguität spannend zu finden und nicht verwirrend, was dann eben gegen die Bevorzugung von klaren Wahrheiten und was dann eben in Verschwörungstheorien endet, dann am Ende führt. Also ich habe innerlich gerade ganz oft Ja geschrieben. Weil, absolut. Und also ich persönlich liebe das an Wissenschaft. Also ich werde erst richtig heiß, wenn es kompliziert wird. Und ich versuche das auch mitzuvermitteln immer. Und das ist für mich auch so eine ganz große Meta-Qualität von Wissenschaft oder wenn man sich damit beschäftigt. Aber wahrscheinlich würde Herr Kirsch als Psychologe sagen, dass es trotzdem diese Suche nach einfachen Antworten, also gerade in Krisenzeiten, wahrscheinlich sehr schwierig zu überwinden ist. Ne? Ja, also das ist ein Bedürfnis von uns Menschen, ne? Dass wir klare, kontrollierbare Zusammenhänge haben. Und eben Ambivalenz ist immer etwas, was schwer auszuhalten ist. Wir haben sogar mal eine Bildgebungsstudie gemacht, wo wir gesehen haben, nur dadurch, dass die Information ambivalent war, haben wir Regionen im Gehirn aktivieren können. Damit kann man übrigens immer Wissenschaftskommunikation machen mit bunten Hirnbildern. Haben wir Aktivierungen im Gehirn gesehen in Strukturen, die was mit Angst zu tun haben, in der Amygdala. Ja, weil das für Menschen bedrohlich ist, wenn die
Dinge nicht klar und eindeutig sind. Und das ist ja für uns alle, glaube ich, also selbst in wissenschaftlichen Texten lese ich immer wieder, da bin ich richtig allergisch, aber da lese ich immer wieder, wir haben bewiesen, ja, wir können nichts beweisen, wir können eigentlich nur so lange eine Theorie aufrechterhalten, bis sie widerlegt ist. Aber wir alle haben das Bedürfnis, Dinge eindeutig zu beweisen. Und das ist wirklich ein schweres, dickes Brett, was man da bohren muss, wenn man Menschen dazu bringen will, diese Ambivalenz auszuhalten. Aber es ist ja auch, ein Stück weit liegt es ja auch an uns selbst, weil wir natürlich, wie Sie vorhin sagten, ein gewisses Statusbewusstsein haben. Und das ist ja ein Eingeständnis von Schwäche irgendwie, zu sagen, es könnte so sein, es könnte vielleicht auch anders sein. Also wir wollen ja auch gerne als diejenigen wahrgenommen werden, die die Wirklichkeit kennen oder die Wahrheit kennen. Und ich glaube, dass die Uni auch dazu beigetragen hat, dieses Bild von Wissenschaft zu verfestigen als diejenigen, die allwissend sind. Also es, glaube ich, liegt nicht nur an den Empfängern, die Unklarheit aushalten, sondern auch an uns selbst, dass wir ganz gerne Wahrheit verkaufen wollen, ein Stück weit. Mhm. Herr Koch. Ja, da wäre meine Frage genau in die Richtung. Wissenschaftskommunikation und dann Wissenschaftsjournalismus. Jetzt in den ganzen Krisenzeiten, Corona, aber auch die Klimakrise, waren, glaube ich, noch nie so viele wirklich echte Experten, die Fragen beantworten sollten. Zum einen Wissenschaftskommunikation, wie funktioniert das, wie wird das? Aber ganz häufig und immer damit gekoppelt ist, wie sieht die Zukunft aus? Das heißt, jeder wurde gefragt, eine Prognose abzugeben. Und Wissenschaft hat es so an sich, dass eine Prognose nicht eine Punktlandung ist, sondern innerhalb einer Spannbreite sich bewegt. Die Corona-Wissenschaftler haben das leidvoll erfahren müssen, dass alle diejenigen, die an dem einen Ende des Extrems der Wahrscheinlichkeit lagen, entweder unter die Räder gekommen sind, auch in der Diskussion. Bei der Klimadiskussion ist es genau dasselbe. Welche Verantwortung hat der Wissenschaftsjournalismus, genau das retrospektiv wieder zu spiegeln? Weil das ist natürlich nicht mehr brandaktuell, das ist schon passiert. Wir können da vielleicht noch draus lernen, aber ist das ein Schlüssel, um dieses Auf und Ab zu verstehen, wie Wissenschaft, wie Kompetenz in der öffentlichen Wahrnehmung genutzt wird, vielleicht missbraucht wird und dann hinterher auch wieder erfolgreich perzipiert wird, dass man daraus was lernt? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also vor allem dieses, was aktuell ist, das ist gerade nur das, was aktuell ist, erfährt Aufmerksamkeit. Und wenn es dann schon nach 2 Wochen ist, das so ein bisschen, ja, warum jetzt nochmal darüber schreiben? Und dann nach 4 Wochen sowieso, obwohl die Retrospektive gerade auch wissenschaftlich so wichtig ist oder vielleicht auch das Einzige, was wirklich Erkenntnis bringt. Wenn ich mal so aus dem Nähkästchen plaudere, würde ich sagen, dass der Wissenschaftsjournalismus in Deutschland sehr stark ist, meiner Meinung nach, und der sehr gewissenhaft und auch immer wieder versucht, genau das zu machen, aber nicht unbedingt die Sichtbarkeit findet. Aber der Journalismus an sich in Deutschland, wenn ich mir jetzt so die großen Medienhäuser anschaue, also sowohl im Fernsehen, ARD und ZDF, aber auch bei einer Süddeutschen, bei einer Zeit, beim Spiegel, die Hierarchie ist so, Politikressorts ist immer ganz weit oben. Und lange war Wissenschaft so, meine kleine Faszination aus dem All. Ah, wenn das James-Webb-Teleskop neue Bilder macht, das ist super, das ist schön, hat auch nichts mit uns zu tun. Da kann man mal kurz staunen. Das hat sich jetzt durch Corona so ein bisschen verändert, aber da hat man erst recht gesehen, wie sehr auch die wissenschaftsjournalistische Expertise in diesen ganzen Redaktionen fehlt. Ja, also Beispiel, also mein Hassliebe zu deutschen Polit-Talkshows. Die Moderatorinnen und Moderatoren und auch die Redaktion, es sind ja große Redaktionen dahinter, sind ja ganz toll darin, Politiker zu grillen. Es ist ja eine Freude zuzusehen, es ist auch ein Unterhaltungswert für sich. Mhm. Also funktionieren die ja auch. Aber immer wenn dann jemand aus der Wissenschaft kommt, da tritt diese Person als Autorität auf. Und was die dann machen faulerweise ist, dann laden sie einfach dann 2 Leute aus der Wissenschaft aus, die das dann unter sich ausmachen. Und der Moderator moderiert nur im Sinne von, hier mal so ein bisschen das Wort verteilen, aber hat gar nicht den fachlichen Hintergrund, die Kompetenz, da selber mal kritisch nachzufragen. Und deswegen würde ich sagen, ich glaube voll an den Wissenschaftsjournalismus in Deutschland noch. Und ich denke, wir bräuchten auch mehr davon, wir bräuchten auch mehr Verzahnung, ne, also weniger Differenzierung zwischen Wissenschaft, Journalismus und Kommunikation, sondern mehr sich auch als 2 Säulen desselben Systems zu verstehen.
Und ja, und es braucht einfach mehr, eine mehr wissenschaftliche Perspektive in den Medien, die, wo auch dazu gehört, dass man auch mal nach hinten schaut und sagt, okay, es muss jetzt, es ist vielleicht nicht aktuell, aber es ist total, wichtig. Ja. Frau Busch. Ja, ich habe noch mal eine Frage zu Social Media, wo ja Wissenschaftskommunikation einerseits unglaublich interessant ist, weil was zurückkommt, dadurch auch sehr anstrengend sicherlich. mich würde interessieren, ob du sagen kannst, dadurch, dass du jetzt so viele Kanäle schon bedient hast, jetzt auch im Fernsehen bist, was merkst du beim Feedback? Welcher Kanal funktioniert vielleicht besonders gut, um was zu erklären? Und auch, wo wird es mehr oder weniger gewertschätzt? Also ich würde mal behaupten, Facebook ist verbrannte Erde für mich. Also einfach, weil die Kultur sich da auf so eine toxische, also da geht gar nichts mehr mit Differenzierung. Und Twitter ist teilweise auch sehr schlimm, aber dafür gibt es da gewisse Communities. Ne? Es gibt ja eine große Science-Community, ist auch irgendwie für sich interessant. Aber grundsätzlich wende ich da immer gern ein Bild einer Zwiebel an. Also Wissenschaftskommunikation oder Journalismus als Zwiebel, das heißt, ganz im Inneren der Zwiebel, da ist die originalwissenschaftliche Veröffentlichung, das ist das, was, wo dann wirklich alles drinsteht, aber nur ganz wenigen Menschen zugänglich. Und ganz außen auf der äußersten Schale wäre dann zum Beispiel TikTok oder Instagram. Natürlich sehr oberflächlich, aber erreicht sehr viele Leute. Und ich finde schon, dass jede Schicht der Zwiebel ihre Berechtigung hat und dass man natürlich nicht von außen mehrere Schichten überspringen kann. Ich habe jetzt, ich zum Beispiel habe jetzt durch Studium und so, habe ich mich sowieso in die Zwiebel rein und jetzt deswegen bin ich jetzt vielleicht auch als Journalistin, versuche ich immer möglichst eher tiefer in der Zwiebel zu sein. Das ist auch das, was mich jetzt persönlich glücklich macht in meiner Arbeit. Aber ich finde, eigentlich sind alle, eigentlich müsste es überall ja, präsent sein, um jetzt auch und das Ziel, mit dem Ziel, die Leute aber tiefer in die Zwiebel reinzuziehen. Ja. Ja, vielen Dank. Ich hänge ein bisschen dran oder ich fange anders an. Ich habe gelesen, mal Kommunikation ist 80% das Wie und 20% der Inhalt. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Gibt sicher auch unterschiedliche Ansichten dazu. Aber die Frage ist eigentlich, Wissenschaftsjournalismus ist ja auch ein eigener Beruf. Und als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin bin ich nicht ausgebildet, so zu kommunizieren. Und wenn ich mich erinnere, da wo ich mal Medienkontakte hatte, da musste ich in Interviews dreimal ansetzen, um in 30 Sekunden meine Botschaft reinzubringen. Weil ich habe viel zu kompliziert gesprochen mit drei Nebensätzen und so weiter. Und die wollten eben 30 Sekunden und Punkt. Also sprich, ich habe es nicht gelernt. Das gehört nicht zu unserer Ausbildung als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, aber die Forderung ist jetzt da und wie sollen wir damit umgehen? Ja, erstens, man lernt es nicht. Zweitens, man hat ja auch in der Regel gar nicht die Möglichkeit. Also es gibt kein Incentive. Also wenn ich jetzt gerade promoviere, kann ich ja, also ich spreche jetzt mal als Chemikerin, ich denke, es ist wahrscheinlich in anderen Fachbereichen ähnlich, soll ich ja auch gar nichts anderes machen, außer mich auf meine Forschung konzentrieren. Und man sieht es ja auch, also obwohl gefühlt alle Virologen und Epidemiologen im Fernsehen waren in den letzten 3 Jahren, das stimmt nicht. Also es war eine ganz kleine Auswahl von Leuten, die überhaupt gekommen sind. Und ganz viele sind entweder nicht mehr gekommen, wie zum Beispiel Christian Drosten, und manche sind von vornherein nicht gekommen. Weil man da eigentlich nur verlieren kann. Wenn ich dahin gehe, ist was anderes mit meiner Rolle. Aber wenn jetzt Sandra Ciesek oder so dahin geht, das Beste, was mir dann passieren kann, ist, dass ich nicht missverstanden werde und die Bild-Zeitung am nächsten Tag mir hier keine Kampagne über mich fährt. Und, aber gleichzeitig wird es ja auch, ich habe ja auch keine Möglichkeit, das zu lernen, es wird ja auch nicht incentiviert, denn was bringt mir dann diese Wissenschaftskommunikation auf dem Lebenslauf? Ich meine, selbst ein Christian Drosten oder Sandra Ciesek, die jetzt auch viele renommierte Preise dafür bekommen haben, eine tolle Anerkennung dafür, aber letztendlich für haben sie ja auch ganz viel Zeit verloren, die sie eigentlich in Anträge hätten stecken müssen. Das ist ja das, was zählt. Interessanterweise ist ja auch nicht unbedingt die gute Wissenschaftskommunikation zwingend erfolgreich. Also Christian Drosten ist zwar ein tolles Beispiel, aber es gab ja auch andere, die, oder generell kann man sich einfach sehr leicht eine Medienpräsenz verschaffen, indem man einfach spitze Thesen von sich gibt, mit einem Doktor- oder Professortitel.
Und man hat und es hat nicht so viele Konsequenzen im Zweifelsfall, ne, für die eigene Arbeit, es sei denn, man übertreibt es jetzt völlig. Also solange man, ich sage jetzt mal zynisch zugespitzt, solange man jetzt keinen Antisemitismus auspackt, geht, muss man, dann ist es ja, gibt ja keine Regeln dafür, ne, wie man, was man dann im Fernsehen sagt, nur was man im Labor oder auf seiner Publikationsliste tut. Und eigentlich müsste es Anreize geben für gute Wissenschaftskommunikation, sodass ich nicht nur durch Forschung oder Publikation mir ein CV machen kann, sondern auch durch Wissenschaftskommunikation. Es geht nicht alles auf einmal, ne, aber man muss zumindest die Möglichkeit haben, den Fokus zu setzen. Oder sagen wir für bestimmte Positionen, für eine Leitung von einem Max-Planck-Institut, einem Fraunhofer-Helmholtz, da müsste es eigentlich eine Zusatz, also müsste es auf der Checklist, müsste es eigentlich noch mit drauf sein, sodass es ein gewisses Incentive gibt, sodass es eben auch unterstützt wird, aber dass ich auch die Eigenmotivation habe, weil momentan sind zwei Arten von Forschenden in der Öffentlichkeit, das sind die Idealisten, die ja also eigentlich fast schon dumm sind von außen betrachtet, dass sie es über trotzdem machen. Ja, und es sind Leute mit eigenen Interessen, die ein Buch verkaufen wollen oder sonst was. Ja. Aber ich nehme da schon einen Kulturwandel wahr bei den jungen Leuten. Ja, dieser Anfang, ja, total. Also im Vergleich zu. Also auch Doktoranden in meiner Abteilung, die auch Science Slam machen oder die auch von vornherein sagen. Wenn sie dürfen, ja. Die wollen immerhin, das ist der große Kulturwandel, aber es gibt nicht viele PIs oder viele Doktor, Väter, Mütter, die das dann auch unterstützen. Ja, gut. Das kann woanders so sein, bei uns nicht. Aber also ich habe schon das Gefühl, dass ich da was, das hat ja auch viel mit der Open Science Bewegung zu tun, dass die Leute sagen, wir wollen das nicht mehr hinter versteckten Mauern machen, sondern wir wollen offen sein mit dem, was wir tun, unsere Fehler klar kommunizieren. Und dazu gehört auch einfach überhaupt transparent zu kommunizieren, was man an Wissenschaft betreibt. Also deswegen, ich bin immer recht optimistisch, dass sich da vielleicht was tut und es in 20 Jahren nicht mehr nur noch um die High-Rank-Publikationen und die Drittmittelanträge geht, wenn Karrieren bestimmt werden. Also Kulturwandel dauert natürlich immer, weil diejenigen, die über die Karrieren von uns Jungen entscheiden, natürlich die sind, die 30 Jahre weiter sind. Und also ich habe den Eindruck, es geht jetzt nicht nur um Zeitverlust natürlich, dass ich dafür Zeit aufwenden muss, sondern dass vielleicht sogar mitunter negativ bewertet wird, weil ich das als banal wahrgenommen wird oder als nicht hinreichend wissenschaftlich oder so. Das ist also geradezu schädlich sein kann für eine wissenschaftliche Karriere, wenn man jetzt rein individuell denkt, wie komme ich ins Business rein. Man muss natürlich immer den Enthusiasmus mitnehmen und die Freude daran und sich davon auch von leiten lassen. Aber wenn man jetzt rein karrieretechnisch denkt, ist, glaube ich, Wissenschaftskommunikation im jungen Stadium im Moment noch kein großer Mehrwert. Herr Sprenger. Ja, ich wollte nochmal auf das Thema Ambiguität zurückkommen. Denn was ich auch dachte, ist, eigentlich spielt die Naturwissenschaft vielleicht auch in unserer Gesellschaft gerade deswegen eine so große Rolle, weil wir von ihr erwarten, dass sie keine Ambiguität produziert. Also in dem Moment, wo wir unsere Kinder alle auf Ambiguitätstoleranz entziehen, dann werden plötzlich die Geisteswissenschaften das total scharfe Ding und die Naturwissenschaften gehen unter. Wer weiß, ob nicht das auch passiert. Was mich aber jetzt einfach nochmal, eine Frage, die ich an Sie habe, ist, was war denn so das dickste Brett, das Sie bisher gebohrt haben, wo Sie am ehesten dachten, das muss ich eigentlich erklären, aber der Weg vom Kern der Zwiebel bis zum Rand war einfach sehr weit, weil einfach die Begriffe zu schwierig waren. Also eine noch und für mich jetzt noch nicht richtig geknackte Nuss ist das Thema Erblichkeit von Intelligenz. An dem habe ich mich schon mehrmals versucht und zuletzt in meinem Buch Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit und dachte halt so, ich wollte auch unter anderem wegen solcher Themen Buch schreiben, weil ich dachte, das ist das richtige Medium dafür. Noch mehr Zeit, dieses aktive Lesen und auch die Möglichkeit, nochmal zurückzublättern, die Möglichkeit, Boxen einzubauen über Effektgrößen oder sowas, und dass ich nochmal nachschauen kann. Und was ich leider ein bisschen zu oft gehört habe über dieses Kapitel explizit, ist gemeint oft als Kompliment, ist, ja, dafür bin ich jetzt zu dumm, habe ich nicht verstanden. Also
Und das bricht mir natürlich das Herz, weil ich denke, nee, das ist ja, ich habe ja dann versagt. Und das ist wirklich, ja, das ist wirklich kompliziert. Erblichkeit sowieso, weil ja, heute haben wir es ja gesehen, Genetik sowieso sehr kompliziert ist. Und dann noch dieses blöde Wort Erblichkeit, was ja auch voll im Alltagsgebrauch drin ist, aber genau nicht so, wie es dann in der Genetik bedeutet. Dann diese ganze politische Aufladung daraus herum, auch historisch schon seit vielen, schon seit langer Zeit und immer wieder neu. Und dieses Ankämpfen auch gegen das so gute, vereinfachte, unterkomplexe Narrativ, aber so in der Einfachheit zu überzeugen, Narrativ der Gegenseite. Und ja, irgendwann muss ich mich nochmal da dran machen. Und das ist aber wirklich so, wo ich sage, wenn es dann darum geht, lineares Fernsehen, eine lineare Fernsehsendung zu dem Thema, dann denke ich schon so, oh, ich weiß nicht. Dann lass uns lieber überlegen, ob wir ein anderes Format finden, weil ich weiß nicht, ob wir dem dann gerecht werden. Und dann, also dann kann man mehr Schaden, finde ich, anrichten, wenn man ein Thema behandelt, also Fässer aufmacht und die nicht richtig zumachen kann. Als wenn man es dann gar nicht behandelt. Ja. Herr Pernies, bitte. Ich vielleicht noch eine Frage, und zwar, also viele von den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die sind ja überhaupt nicht zugänglich der Öffentlichkeit, weil die Journals irgendwie hinter einer Subscription sitzen oder weil man es vielleicht gar nicht mitkriegt. Wie weit sehen Sie denn da Ihre Aufgabe, solche Sachen irgendwie noch aufzubereiten oder hervorzukramen, dass es jemand mitkriegt? Das sind ja zwei Fragen. Ne? Das eine ist ja, ja, das ist ja nochmal eine Diskussion für sich, Open Access und wie wir damit umgehen und natürlich auch die Fallstricke, die damit einhergehen. Aber das sind ja für mich zwei Sachen. Ist ja, was ist nicht zugänglich, weil es hinter einer Bezahlschranke ist oder natürlich auch so rein intellektuell vielleicht nicht so leicht zugänglich. Und was geht unter und was nicht? Das sind ja nochmal andere Sachen. Also jetzt für Wissenschaftsjournalisten, die jetzt auf bestimmten Mailinglisten sind und dann auch unter Embargo bestimmte Informationen oder bestimmte Studien schon mal kriegen, dann ist ja auch immer so die Frage, wie kommen die eigentlich in diese Mailinglisten rein? Also welche Uni hat da besonders gute Pressestellen und so weiter? Ne? Also das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Und da sind wir auch so in gewisser Weise abhängig von so Distributionsstellen. Und deswegen ist zum Beispiel jetzt, finde ich jetzt in Deutschland, das Science Media Center ein so wichtiges Institut als Schnittstelle zwischen der Forschung und Journalisten, die dann so ein bisschen vorkuratieren, was ist eigentlich gerade relevant, was sollte man nicht übersehen. Und jetzt noch ganz neue Herausforderungen, vor allem seit der Pandemie, ist was mit den ganzen Preprints. Das ist ja auch eine interessante Diskussion. Irgendwie innerhalb der Wissenschaft auch irgendwie mit viel Gewinn, dass man halt nicht dass man auch schon Preprints zur Verfügung stellt und dann viel Input kriegt auch, aber Katastrophe für uns, also weil, und dann natürlich auch, wie viele dann auch Nicht-Wissenschaftsjournalisten auf irgendwelche Studien stürzen, weil sie da eine steile Headline draus machen können. Also ja, großes Feld. Ja. Frau Hempel. Ja, also Preprints sind auch für uns ein, das ist ein Kopfschmerz, schwieriges Feld, ja. Weil die müssen sich ja tatsächlich dann auch erstmal beweisen, diese ja, Studien. Ja, genau. Gut. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass wir als Wissenschaftler ja gar nicht ausgebildet werden, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Was wäre denn jetzt als Wissenschaftsjournalist für Sie eine Bitte oder ein Aufruf an die Wissenschaftler, wo Sie sagen, und da wollen wir Sie haben? Also ich frage mich jetzt ganz platt, wenn ich eine Story habe, soll ich bei Ihnen anklopfen und sagen, ha, ich habe da was? Das wäre schlau, wenn ihr das machen würdet. Dann würden sie, also das so funktioniert ja, so funktionieren die Medien in jedem anderen Bereich. Mhm. Also das ist ja eigentlich eine wechselseitige Beziehung zwischen Journalismus und ich habe das Gefühl, jetzt zum Beispiel in den USA oder so, das ist da schon so. Oder man hat auch sein Netzwerk, ne, dass man weiß, dann sind mir zum Beispiel ein paar Namen auch ein Begriff, wo ich sage, okay, wenn Raffaella Bredow was schreibt für den Spiegel, dann kann ich der vertrauen oder so, dann weiß ich, das wird gut und so weiter. Und ich glaube, das fängt aber auch irgendwo erst an. Also ist natürlich immer so zweischneidig, solche Sachen zu sagen, weil es gibt natürlich viele, die das schon durchschaut haben und das gleich für so unlautere Zwecke nutzen. aber
dieses Proaktive ist sicherlich etwas, was ja nicht nur darin besteht, dass man sich zwingend an Journalisten wenden muss, sondern ne, das Sender-Empfänger-Prinzip ist ja total aufgehoben. Man hat ja grundsätzlich die Möglichkeit, auch selbst Sender zu sein. Und das ist natürlich auch im Zweifelsfall total wichtig. Also dieser ikonische Moment, wo Christian Drosten etwas Besseres zu tun hatte, also nach der Bildanfrage und er ja, der Bild quasi den Mittelfinger gezeigt hat und stattdessen getwittert hat, da verändern sich auch die Machtverhältnisse, wenn plötzlich jemand dann doch selber eine Reichweite hat. Damit hat die Bild vielleicht auch so gar nicht, hatte die gar nicht auf dem Schirm. Und weil sie halt immer diejenigen war mit der Reichweite und dem entsprechenden Einfluss. Und zu dem Lernen kann ich nur sagen, dass es ja da auch jetzt immer mehr Angebote gibt. Also das NAVIG, wo ich inzwischen nicht mehr Dozentin bin, ich wollte es nicht korrigieren, aber einfach aus Zeitgründen, aber zum Beispiel auch einer meiner Mitarbeiter, meiner zwei Mitarbeiter, Jens Völl, ist da jetzt Dozent und viele gute Leute. Ja, da kann man verschiedenste Seminare buchen, von irgendwie verständlich schreiben bis hin zu Medieninterviewtraining. Und das Schöne ist ja, dass auch viele Forschungsprojekte auch so Töpfe haben inzwischen für genau solche Sachen, wo man das dann auch buchen kann. Und das NAVIG hatte jetzt 10-jähriges Jubiläum und hat eigentlich immer nur mehr zu tun. Also da gibt es auch Möglichkeiten, wo ich sage, es ist leichter für Forschende, Kommunikation zu lernen, also zumindest auch für die eigene Arbeit, als andersrum. Also deswegen, wenn ich jetzt in Wissenschaftsjournalismus schaue, finde ich wenige, die wirklich Journalismus studiert haben. Es sind meistens tatsächlich, die irgendein wissenschaftliches Grundstudium haben und dann abgezweigt sind. Würden Sie denken, wenn Wissenschaftskommunikation, wie hier auch ja im Podium gesagt wurde, doch mehr in die Blickrichtung kommt, auch in der Ausbildung schon? Sie hatten vorhin gesagt, im Grunde genommen darf ich nicht mehr wissen als diejenigen, an die ich mich dann richte mit meiner Forschung. Wenn das einen größeren Stellenwert gewinnt, würden Sie da eigentlich Gefahren sehen für die Wissenschaft? Braucht die möglicherweise auch eine Zeit lang in der Zwiebel, wo das außenrum nicht so viel eine Rolle spielt? Ich glaube, man muss schon immer wissen, auf welcher Schicht der Zwiebel man gerade ist. Mhm. Weil dieses Nationaltrainerproblem, worüber ich gesprochen habe, ist genau das, dass Schichten verwechselt werden. Also, ja. Dass man denkt, man sei tiefer in der Zwiebel, als man ist. Und, ne, und auch, das ist ja trotzdem, also dass ich natürlich als Wissenschaftsjournalistin nicht die Expertin bin. Ich bin ja nicht dann die Fachexpertin, aber dann Expertin in meinem eigenen Gebiet. Ja, das muss, diese Trennung muss irgendwie klar sein. Also das Wichtigste ist, passt auch zur Ambiguität, ist, man muss eigentlich immer wissen, was man nicht weiß. Und das mit zu kommunizieren, ist also die Grenzen von Wissenschaft oder vielleicht auch des eigenen Verständnisses mit zu kommunizieren, ist ja, ganz essentiell. Aber wir haben ja im Moment eigentlich die ganze Zeit nur gesprochen über die Kommunikation von Ergebnissen von Wissenschaft, mhm, und nicht über die Frage, kann jeder jetzt selber sein Labor aufmachen und seine eigene Wissenschaft betreiben? Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, dass, wenn ich was rausgefunden habe, dass ich es dann auch adäquat den Menschen erklären muss. Mhm. Ja, und das finde ich nicht, dass das die Wissenschaft in irgendeiner Form gefährdet in ihrer Existenz. Wenn die Idee des Kommunizierens und auch das Interesse des Kommunizierens ganz im Vordergrund steht, dann entwickelt das immer eine Eigendynamik, hätte ich vermutet. Weil dann richte ich ja auch mal die Fragen dessen, was ich wissen möchte, ein Stück weit danach, was ich dann auch hinterher kommunizieren kann. So war die Frage gemeint. Ja gut, aber das ist ja ein Phänomen, was wir ja sowieso in der Wissenschaft kennen. Ne? Also was sind sozusagen die sexy Themen, die man in hochrangigen Journals unterbringt und so weiter. Also zumindest in unserem Bereich der Wissenschaft ist das sowieso schon ein Thema, dass man immer darüber nachdenkt, welche Themen lassen sich verkaufen. Hirnbilder, Hirnscanbilder. Zum Beispiel. Hirnscanbilder. Ja, kriegt man gleich ein paar Impact-Punkte mehr. Ja, also als ich anfing mit Wissenschaftsjournalismus oder als ich noch mich diese Differenzierung nicht so ganz nachvollziehen konnte, lag es auch daran, dass viele im Journalismus gesagt haben, Wissenschaftskommunikation, wir brauchen Wissenschaftsjournalismus, weil Wissenschaftskommunikation ist ja nur Wissenschafts-PR. Und so kann man es natürlich, also dieser Interessenskonflikt, der besteht, aber man kann natürlich nicht sagen, das ist nur Wissenschafts-PR und man muss auch so ein bisschen, glaube ich, Vertrauen oder nicht Vertrauen, also Vertrauen ist falsch. Man muss
es gibt ja trotzdem dieses wissenschaftliche Arbeiten, ja, und auch diese wissenschaftliche Sorgfalt, die schon der Großteil der Forschenden hat und den auch so in die Kommunikation übertragen würde. Und da muss man eben nur sicherstellen, wie können wir sicherstellen, dass halt gute Wissenschaftskommunikation sich durchsetzt, dass man eben nicht einfach aus dem Bauch heraus dem einen oder der anderen vertrauen muss. Aber ich glaube, dieses Grundverständnis von Wissenschaft und das wissenschaftliche Denken, das wissenschaftliche Arbeiten, das ist doch schon bei den allermeisten so verinnerlicht, dass man auch sagen würde, ja, man muss das irgendwie schon hinkriegen, dass, also viele haben ja diese Selbstkritik, dass sie sagen, ja, ich könnte es jetzt gut verkaufen, mache ich jetzt aber nicht, weil das wäre nicht korrekt. Ja. An dieser Stelle möchte ich erstmal Ihnen ganz herzlich danken auf dem Podium für das Gespräch über Wissenschaftskommunikation und auch denjenigen, die im Saal mitgesprochen haben. Ganz herzlichen Dank an die Klaus-Schirra-Stiftung und an Holzbrink Berlin für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit bei der Nature-Marsilius-Gastprofessur. Ich möchte schließlich auch sehr danken der Technik und dem Organisationsteam vor Ort. Die Nature-Gastprofessur geht jetzt insbesondere mit dem Seminar- und Workshop-Programm von Maithi Nguyen Kim weiter hier in der Universität in den nächsten 2 Wochen. Und am 8. Dezember hält Maithi Nguyen Kim in der Alten Aula einen öffentlichen Vortrag. Hier werden dann auch viele, die vielleicht heute das sich nur digital ansehen konnten, die Möglichkeit haben, sie auch in Präsenz live zu sehen. Vielen Dank.